In Reutlingen startet am Sonntag die erste Vesperkirche der Region. Zum ersten Mal sollen in der Nikolaikirche bis zu 300 Essen pro Tag ohne festen Preis, sondern gegen eine Spende ausgegeben werden. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Bedürftige, Alleinerziehende und ihre Kinder, Einsame und Alte sowie Flüchtlinge. Die Reutlinger Vesperkirche bietet während der vierwöchigen Öffnungszeit bis zum 11. Februar aber auch geistig-kulturelle Nahrung. Jeweils donnerstags um 19 Uhr.